Kindergeburtstag bei Familie Aschur. Die kleine Lina wird 3 Jahre alt. Wie ihre Geschwister ist sie in Berlin geboren. Die Familie lebt seit 15 Jahren in dieser Wohnung. Doch jetzt fürchten sie um ihr Zuhause, denn ihre Miete wurde drastisch erhöht. Ich und meine Frau haben wochenlang schlaflose Nächte gehabt. Meine Kinder haben mich ständig gefragt, müssen wir ausziehen, wohin gehen wir, in welche Schule gehen wir, sehen wir unsere Freunde oder nicht mehr. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Der Wohnblock in Berlin-Kreuzberg liegt nahe am Potsdamer Platz. Mittlerweile eine attraktive Lage. 2010 bekamen alle Mieter eine Mieterhöhung. Wenig später kam noch eine zweite. Diesmal aber traf es vor allem türkisch- und arabischstämmige Familien wie Familie Aschur. Das hat mich natürlich sehr, sehr geärgert. Ich muss hier 9,60 Euro zahlen, während andere 7,04 Euro zahlen müssen. Und sogar gibt es Wohnungen in diesem Haus, sanierte Wohnungen, die kosten immer noch viel weniger als das, was ich zahlen muss. Diskriminierung in ganz Deutschland. Migranten zahlen im Schnitt 15% mehr Miete als ihre deutschen Nachbarn. Das belegen Studien, sagt Rainer Wild vom Berliner Mieterverein. Der Fall Aschur für ihn eindeutig. Der Vermieter hätte allen Mietern noch weitergehende Mieterhöhungen zuschicken können. Er hat aber eine Auswahl getroffen und diese Auswahl hat er getroffen durch die Belastung ausschließlich der migrantischen Haushalte. Darin sehen wir eine Diskriminierung. Wir fragen detailliert beim Vermieter an, einem Immobilienunternehmen. Das lehnt ein Interview ab, lässt schriftlich durch seinen Anwalt erklären, Zitat: Unsere Mandantin weist jedwede Vorwürfe zu etwaigem diskriminierenden Verhalten entschieden zurück. Die Sozialwissenschaftlerin Emsay Kilic hat in einer Studie viele Fälle von Diskriminierung belegt. Dazu bewarben sich eine Türkin und eine Deutsche je 200 Mal um dieselben Wohnungen. Einziger Unterschied der Name. Nur die deutsche Bewerberin bekam Angebote. Die Schlussfolgerung der ganzen Studie ergab, dass im Bezirk Wilmersdorf die sogenannte besser privilegierte Bezirk kaum einen Zugang für Migrantinnen hat und in Neukölln sogar, dass da auch die deutschen Bewerberinnen bevorzugter sind als Migrantinnen. Für uns macht sie eine Stichprobe zusammen mit ihrem deutschen Lebensgefährten. Zuerst ruft sie an. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ayşe Özkök und ich rufe an wegen der Inserat. Sie fragt nach, ob die Dreizimmerwohnung in Berlin-Wilmersdorf noch frei sei. Oh, schade, dass da wollten wir hin. Eine Absage, die Wohnung sei vergeben. Dann ruft er an, auf dasselbe Wohnungsinserat. Nur wenige Sekunden später. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Becker aus Berlin. Ich interessiere mich für die Wohnung in Berlin-Wilmersdorf. Er bekommt keine Absage. Ja, Donnerstag, 8.55 Uhr, da haben Sie einen allgemeinen Besichtigungstermin sozusagen. Ganz genau. Perfekt, dann würde ich da hinkommen. Für einen Deutschen ist die Wohnung offenbar noch nicht vergeben. Ja, ich habe einen Besichtigungstermin bekommen für die Wohnung. Was habe ich gesagt, Idiot? Aber das war jetzt wieder eindeutig heute, dass der mit mir irgendwie nett, die Türken sind nett und nett irgendwie mit mir gesprochen hat, aber da kann er für die Bonner Straße für mich nichts mehr tun. Da ist schon ein Mietvertrag, Vormietvertrag da. Was sagen Sie dazu? Der wollte keine Türken im Haus haben. Auch ihn wollen sie nicht. Davon ist Zafer Karaca inzwischen überzeugt. Seit bald einem Jahr sucht der Manager einer türkischen Telefongesellschaft eine Dreizimmerwohnung in München. Angebote gibt es immer wieder, aber sobald sein türkischer Name fällt, kommt prompt die Absage. Leider haben wir keine Wohnung zur Verfügung, welche ihrem Anforderungsprofil entsprechend passt. Ich bin in Deutschland geboren. Ich fühle mich als echter Niederrheiner, als Krefelder Junge. Und dass man in der Form benachteiligt wird, obwohl ich alle meine bürgerlichen Pflichten hier erfüllt habe. Ich zahle hier meine Steuern. Und sonst alles, was vergleichbare Deutsche in meinem Alter tun. Aber trotzdem werde ich nur durch meinen türkischen Namen benachteiligt. Dabei gibt es seit 9 Jahren das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, kurz AGG. Christine Lüders ist Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Zwar könne man klagen, doch die Hürden dafür seien hoch. Es ist sehr schwer,
all das zu beweisen, diese Diskriminierung zu beweisen. Sie brauchen Zeugen, sie müssen dringend jemanden haben, der ganz klar sagt, es war so. Das heißt, es ist sehr aufwendig, Zeugen zu finden. Es ist sehr aufwendig, dieses ganze Prozedere durchzumachen. Auch da müsste es Verbesserungen geben. Zafer Karaca hält von dem Gesetz nicht viel. Wer hat schon dauernd Zeugen bei der Wohnungssuche? Es gibt jetzt das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Hilft das? Also ich habe, mir hat es nicht geholfen und ich habe auch noch von keinem gehört, dass es in irgendeiner Weise geholfen haben soll. Ich glaube, es ist halt ein gesellschaftliches Problem, weniger ein rechtliches. Experten befürchten, die Diskriminierung von Migranten fördert die Ghettobildung in den Großstädten. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen eine andere Einstellung benötigen, wenn man bedenkt, dass allein in Berlin im Jahre 2025 rund 40% der Haushalte einen Migrationshintergrund haben werden, dann können wir nicht nachvollziehen, wieso diese Einstellung von Vermietern sich so hartnäckig hält. Naim Aschur reicht es jetzt. Er will gegen seinen Vermieter klagen, wegen Diskriminierung.